Der mutmaßliche Terrorist von den Berlin-Anschlägen war bereits als Gefahr bekannt und nach dem Gesetz hätte er abgeschoben werden müssen. Aber da ist ja die Bürokratie. Guten Morgen. Die Toten in Berlin hätten nicht sein müssen, wenn Deutschland einen offensichtlich in ganz Europa als gewalttätig und schon in Haft gesessenen Menschen direkt wieder zurück über die Grenze geschafft hätte. Aber es fehlte ein Zettel. Ordnung muss sein. Diese Geschehnisse zeigen wieder einmal deutlich, wie der Menschenverstand in unserem Lande keine Rolle mehr spielt, sondern dass es nur noch um Zettel, Paragraphen und Verfügungen geht. Wie ihr wisst, habe ich BWL studiert und danach in einem Steuerbüro gearbeitet. Es ist unglaublich, wie viele Steuergesetze es gibt. Es ist unfassbar. Warum nicht einfach und übersichtlich? Alle Menschen zahlen 30 oder 40% Steuer vom Bruttoeinkommen. Klar, da kommen wieder alle möglichen Korinthenkacker und Streiker, die wegen 5% mehr oder weniger Lohn sich ins Höschen machen und diskutieren und lamentieren. Aber stellt euch das einfach mal vor. 30% Steuer vom Bruttogehalt. Gar nicht aufgeschlüsselt in einzelne Dinge, Rentenversicherung und so Soli-Beitrag oder sonst was. Einfach nur 30%. Mit dieser Kohle, die zwischen Bund und Länder aufgeteilt wird, können diese ihre Aufgaben erledigen. Auch keine Steuererklärung, mit der man am Ende des Jahres irgendwas zurückbekommt, weil man irgendwie und irgendwann da irgendwelche Zettel gut aufgehoben hat und so weiter. Einfach 30%, bums aus Nikolaus. Und wer unter 800 Euro fällt, der bekommt die Kohle bedingungslos vom Staat. Fällt nahezu das komplette Finanzamt und das Arbeitsamt weg und all das sinnlose Scheiß, den die Leute dort bearbeiten müssen. Es wäre so einfach. Wenn 30% nicht reichen und man diskutiert, scheißegal, dann 40%, 50%, total egal. Einfach so viel wie wir brauchen, wie das Land braucht, um seine Aufgaben zu erledigen. Einfache Regeln. Flüchtlingsproblematik. Flüchtlinge werden aufgenommen. Während der ersten 6 Monate jeden Tag 8 Stunden Deutschunterricht und Kennenlernen der deutschen Kultur und Integration nicht in Camps, sondern Verteilung auf die ganze Stadt dezentral und Einbindung der Bürger, die für ihre Mühen 200 Euro im Monat zum Beispiel bekommen, für die Dauer der Hilfe. Bei Kriminalität wieder direkt unbürokratisch einfach vor die Grenze setzen. Passen sich nicht unsere Kultur an, zumindest in den Grundfesten, wie zum Beispiel man soll niemanden töten zum Beispiel, dann einfach wieder vor die Grenze setzen. Nach 6 Monaten gibt es dann Tests, ob man sich verständigen kann und halbwegs integriert ist und wenn ja, Aufnahme in die deutsche Gesellschaft, wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn nicht 6 Monate, dann eben 12 Monate, ist total egal, was halt eben die aktuelle Partei möchte oder die aktuelle Gesellschaft. Einfache Regelung, darum geht es. Bei den Selbstständigen genau derselbe Mist mit den ganzen steuerlichen Besonderheiten. Einfach Gewinn wird ermittelt, Ausgaben minus Einnahmen, keine Abschreibung oder sonst was, einfach nur Einnahmen und Ausgaben. Gewinn wird dann entsprechend mit 30, mit 40 oder was auch immer Prozent versteuert und gut ist. Einheitliche Steuersätze in der Umsatzsteuer ist genauso ein Ding. Diese ganze Ausnahmen und Spezialregelung und dass auch sich jeder gerecht behandelt fühlt, dass jeder seine individuelle Überzeugung wie viel Geld er bekommen möchte und was gerecht ist, damit es ja auch dass dem auch Rechenschaft gezollt wird. Ne? Und es geht letztlich dann nur, dass jeder seine scheiß Kohle maximiert. Darum geht es doch letztlich. Deswegen tun sich die Leute so in Rechtsstreits gegenseitig verklagen und da wird gestreitet auch im realen Umfeld. Da wird gestreikt und diskutiert und alles nur, weil man 5% mehr Lohn will. Ne? Das ist so ätzend und spiegelt diesen krampfartigen Umgang mit Geld wunderbar wieder. Krank, einfach nur krank. Weiter, wer über 1 Million auf dem Konto hat, der zahlt Vermögenssteuer in Höhe der Hälfte der Zinsgewinne, die er damit erwirtschaftet. Ganz einfache Regelung. Und da wir eh alle, und damit meine ich wirklich alle, vom Hartz-IV-Bezieher bis hin zu den Aldi-Brüdern, mehr als genug Geld haben, ist das überhaupt kein Problem, anteilig das abzugeben. Klarer Menschenverstand. Gerade beim bedingungslosen Grundeinkommen hat man ja schon einige Rechenbeispiele praktisch an den Universitäten durchgeführt und bei zum Beispiel 800 Euro Grundeinkommen bedingungslos, da spart der Staat sogar, weil die Bürokratie teurer ist. 50 Milliarden Euro ballert der Staat jedes Jahr für die Bürokratie raus. Jede Sekunde verschuldet sich Deutschland um 1500 Euro. Aber die Bürokratie, die wird nicht angegriffen. Die wird nicht angegriffen. Diese Unmengen an Gesetze, die können total einfach simplifiziert werden. Jemand bringt jemand mutwillig um. Einfaches Beispiel. Ab ins Arbeitslager und den Rest des Lebens noch irgendwas Sinnvolles für die Gesellschaft leisten.
einfache Strafenkataloge und kein individuelles Strafmaß des Richters und die Möglichkeit, durch irgendwelche Formfehler dann auch trotz offensichtlicher Schuld straffrei entlassen zu werden. Wisst ihr, wenn alle Menschen, die irgendeinen gehaltlosen Job ohne Realwertschöpfung machen, wie die viele Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Steuerfachangestellte, Rechtsanwälte und so weiter, alle, wenn alle die, die diese Bürokratie am Laufen halten, die Möglichkeit haben, etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anzufangen, da sie alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden, dann würde viel mehr ehrenamtliches Engagement in den Vereinen stattfinden. Da würden Naturschutzbünde Zulauf bekommen. Es werden Menschen wieder ihre Liebe leben können und anderen Menschen helfen zur Seite stehen. Und nicht diesen Zwang nach Geld da bedienen zu müssen. Und entsprechend ein perfides System am Laufen zu halten, was Stress, Angst und Unzufriedenheit generiert. Menschen werden wieder zueinander finden, weil sie Zeit haben und ihre Arbeit produktiver, sinnvoller gestalten können. Aber eine Sache muss man da immer wieder in die Köpfe der Menschen erstmal reinbringen. Arbeit ist etwas Positives. Arbeit ist nichts Negatives. Ich sehe das in so vielen Kommentaren. Immer, ja, und dann muss ich arbeiten. Arbeit ist was Positives. Es ist Aktivität. Wenn ihr die ganze Zeit nur rumliegen wollt, dann könnt ihr euch in den Kopf schießen. Dann liegt ihr in eine Ewigkeit. Amen. Rum. Bis. Na? Aber das Leben ist Aktivität. Und Arbeit ist Aktivität. Nur das Wort Arbeit ist bei uns negativ besetzt, weil wir arbeiten müssen. Ne? Aber wir wollen arbeiten. Intrinsisch. Wir wollen etwas tun. Das muss das mal wieder in die Birne rein. Ne? Und wenn das System komplett simplifiziert ist, dann muss man sich keine Gedanken mehr machen, wo man das absetzen kann und wie und wann man irgendwie arbeiten muss, sondern man gibt einfach dem Staat für die Infrastruktur und die Sicherheit und alles, wofür der Staat steht, eben einen gewissen Anteil ab, 30%, 40% drauf geschissen, ist egal und wunderbar. Es könnte so einfach sein und auch im kleinen Rahmen, wie jetzt mit dem mutmaßlichen Terroristen, da könnte viel schneller und sinnvoller gehandelt werden. Aber warum passiert das nicht? Weil die Menschen zu faul sind. Den Menschen geht es zu gut und die Bürokratie wird akzeptiert. Ja, da wird mal rumgeschimpft. Aber so wirklich muss sich ja nichts ändern. Wisst ihr, was wir in Deutschland an Potenzial hätten, die Welt zu verändern, wenn die Menschen wirklich mal anfangen würden, bewusst zu denken und ganz einfach und klar handeln würden? Unglaublich. Alles hier ist so festgefahren in einem Sumpf an Bequemlichkeit und Konditioniertheit. Jeder will noch mehr Kohle verdienen, um noch ein schöneres Auto zu bekommen und noch weiter zu reisen und noch mehr mit seinen Freunden wettzueifern. Jeder will noch mehr Macht und die Karriereleiter hochsteigen und mehr Leute unter sich haben, um sich dann noch besser zu fühlen. Leute, wacht auf! Ihr braucht Essen, ihr braucht ein Dach über dem Kopf und viele liebe Menschen um euch. Dann seid ihr glücklich. Ich habe beides schon erlebt. Den exzessiven Reichtum und die Armut. Und ich kann euch sagen, was glücklich macht. Es ist das sind die einfachen Dinge. Das sind wirklich die einfachen Dinge. Die machen wirklich glücklich. Lasst es zu, dass ihr anfangt bewusst nachzudenken und auch dann irgendwann anfangen danach zu handeln. Lasst euch nicht von den Medien manipulieren, wie ihr zu denken habt. Euch aufzustacheln, aufzuputschen wegen irgendwelcher Scheiße. Hört auf euer Herz. In 1000 Jahren werden die Menschen wie immer nach 1000 Jahren auf die Menschen vor 1000 Jahren schauen und sagen, oh Mann, wie rückständig sind diese Menschen. Warum haben sie nicht erkannt, was falsch läuft? Warum haben sie nichts getan? Warum haben sie die Dinge zugelassen? Bürokratie, genau wie das Geldstreben und das sinnlose Töten von Menschen und Tieren, das wird sich alles auflösen. Es ist ja jetzt schon so, dass einige Menschen dieses erkennen und so glücklich leben wie nie zuvor. Aber natürlich sind sie von einem System umgeben, was es nicht leicht macht. Aber ich kann euch nur ermutigen aufzustehen und für eine klare Bewusstheit sich auch wirklich einzusetzen. Im Kleinen für sich oder eben im Größeren per YouTube oder politisches Engagement. Die Fremdenfeindlichen werden nach Berlin natürlich wieder Zuspruch ernten, weil sie medial natürlich das Geschehene wieder ausschlachten werden und die unbewusste Gesellschaft sagt, ja, ne? Das ist einfach so. Aber dass der Terroranschlag hätte verhindert werden können, wenn wir unser Land mit klarem Menschenverstand und ohne eine derart perverse Bürokratie führen würden, daran denkt keiner. Vielleicht denkt ihr jetzt mal daran und überlegt euch wirklich, ob ihr mit eurer Aktivität und eurer Kraft
Petition, Aufklärung, Bewusstheit, Unterhaltung, ob ihr da auch vielleicht ein Stück weiter geht in eurem Leben, als einfach die Dinge, die an euch herangetragen werden, von außen zu verarbeiten und irgendwie bequem euer Leben zu leben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, euer Christian.